Hallo liebe Freunde und Zuseher und Zuseherinnen, hier wieder zu einer 59. Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich stehe hier vor verschlossenen Türen und ich meinte, Moment mal, das ist jetzt die und, ja genau, das, ach, da war ich wahrscheinlich noch nicht. Und ich muss mal eben kurz, ach Mist, knacken die Tür. Ja, okidoki. Oh, haben wir wieder eine Frau. Ah, hier wohnt also Ariane. Königin von Tamora 2. Mhm. Darf ich die mir mal eben nehmen? Ariane hat nichts gemerkt. Hey, du. Aber ich habe doch schon mal mit ihr gequatscht. Hey, wie sieht's aus? Bescheuert. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Die ist so doof. So ein Alchemietisch hat's. Ah ja, ein Alchemietisch. Oh, hier gibt's eine Karte. Da wollen wir mal gleich mal gucken. Okay. Die Karte kommt mir bekannt vor. Euch auch, ne? Ah, cool. Ja, Tribute to Gothic. Ist hier irgendwas versteckt? Nö. Kann man hier was öffnen? Nee, auch nicht. Das wäre auch cool. So eine Erweiterung, dass man Schränke öffnen kann. Ja, Jetzt habe ich diese lustig Rüstung an. Und ich gehe mal raus. Ich sollte ja noch für die Fallpakete sorgen. Und da fällt mir ein, in dem linken Teil habe ich noch nicht so gescoutet. Gibt es hier irgendwie Gezücht? So, ich drücke wieder die 2. Alles klar. Da müsste auch noch irgendwie verbessert werden. Ich jedes Mal nachladen muss. Wenn es denn überhaupt geht, ich weiß es nicht. Frag mal an die Community und an die Modder. Und jetzt geht es auch. Na, gucken wir mal, was hier so ist. Ein grüner Feldräuber, ja, die kennen wir. Die machen mich auch trotz dieser tollen Golem-Rüstung fertig. So, bleiben wir erstmal hier so am Rand. Wie so ein kleines, scheues Mäuschen. Gucken, oh. Und gucken mal, was es hier gibt. Na, da sind die Keiler. Ei, Keilerfälle. Lasst uns Keiler jagen. So weit bekloppt es jetzt aber auch. Bin mal gespannt, ob meine Rüstung die aushält. Hol die mal einzeln raus. Wer ist denn hier näher dran? Wildschwein. Aber da vorne ist doch ein geiler Keiler. So. Oh, die haben mich alle schon genatzt. Naja, ich soll mal nicht vorgreifen. Die haben mich alle schon erspäht, wollte ich sagen. Haben die auch Herden verhalten? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ja, da ist auch. Ne, jetzt sind es 2, ja? Ey, wirst du wohl mal aimen? Ich glaub's ja nicht. Na, das wird doch nix. Ja, tolle Rüstung, danke sehr. Ja, oh Mann, oh. Das ist ein bisschen mühselig. So. Okay, da ist ein Keiler. Auf welche Distanz kann der mich denn schon erspähen? Er schüttelt ja schon mit dem Köpfchen. Oder? Nee. Ah, no. Wie viele Keilerfälle brauche ich eigentlich? So, wenn ich hier nach rechts gehe, muss ich gucken, dass ich nicht irgendwie anderes Gezücht laufe. Er scheint näher zu sein. Los. Erblicke mich. Die anderen. Jetzt. Die haben Herdenverhalten. Abhauen. Der braucht zu lange, der Roland. Das ist so doof. Naja, vielleicht kann ich ja was mit dem langsamen Schwert erreichen. Mit dem Zweihänder. Die haben Herdenverhalten, ich weiß es nicht. Das habt ihr echt geschickt eingefädelt. Mann, oh Mann.
Da sind da auch noch alle so auf einem Pulk. Das ist nicht schön. Ja, los, komm doch mal. Ach, das ist das Wildschwein. Ah, super geil. Ich komme noch nie mal zum Ausholen. Oh, das wird wieder eine Sisyphusarbeit. So, auf ein neues. Und mir ist Folgendes aufgefallen, auch nochmal hier an die Modder. Immer wenn ich nachlade, also auf, ich sag jetzt mal Schmetterpfeil, und ich wähle meinen Bogen, dann verliere ich hier einen Pfeil. Also das ist, wenn man nicht drauf achtet und das nicht weiß, dann kriegt man die Pfeile weg. Das ist nicht schön. So, jetzt mache ich was ganz anderes. Frohlocket! Frohlocket, ihr lieben Wildschweine! Frohlocket! Während ich anlocke, mache ich das ganz schnell und gehe hier in die äußerste Ecke. Ja, 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 es hat geklappt! Ah, das ist immer gut. So, Schmetterpfeil. Patsch! So, Patsch. Das war's mit dir, du Mistvieh. Wieso? Schon wieder so, ein, das war's Biester. Mit dir, du Mistvieh. Wer ist denn hier noch? Hallo? Hinter der Mauer habt ihr Röntgenaugen oder wie oder was oder was oder wie? Okay, zwei Keilerfälle schon mal. Ja, dann mache ich das mit den anderen auch. Weil die sind ja nicht so weit weg. Übrigens, wie viel brauche ich denn? Keilerfälle für Marco. Das ist erstmal so, wenn ich ihm ein halbes Dutzend, also sechs Stück. Ja. Gut, okay. Machen wir das Ganze nochmal. So, nochmal frohlocken. Ja. Jawohl. Und Jump. Formala. Jumping. Nicht hängen bleiben. Oh, das war jetzt nicht gut. Ja, jetzt bin ich schon genatzt worden. Beziehungsweise. Aber man soll ja nicht aufgeben. Muss schneller sein als die. Genau. So. Ja, er bleibt auch hängen. Einmal. So, zweimal. Das war's mit dir, du Mistvieh. Herrlich. Und ich dachte, ich könnte nicht gegen ankommen. Obwohl ich hier so eine blöde Rüstung habe, die sich verlocken aber als Crawler-Rüstung nennt, die aber überhaupt keine Schläge ab kann. Das ist ja das Doofe. Oh, nochmal vorlocken. Luyasogi. Jawoll. Mich erspäht der Netz. Und immer schön jumpen. Gut, dass wir Akrobatik haben. Die KI somit aus ein bisschen austricksen können. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, danke für die. War noch ein Wildschwein. Da ist nicht zu holen. Okay, da war noch ein Wildschwein runter. Nicht vergessen abzuspeichern. Ja, lasst uns Keiler und Wildschweine jagen. Ja, gut, okay. So, Frohlocken. Hallöchen. Ja, das sind drei Stück. So, die haben mich. Die haben dann dreimal genickt. Und sofort hier in die Ecke hin. Und, yep. Perfektor. Die gibt es nur 80 Erfahrungen. Das ist nicht so pralle. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Also das ist nicht Roland. Oder ist das Roland? Nicht nee, zu holen. Da ist nicht zu holen. Oh, jetzt sind natürlich ganz da viele ist nicht zu Keiler holen. Hier auf einen Punkt. So, jetzt. Ja, dann haben wir noch die beiden. So, dann hätte ich ja eigentlich schon... Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt an Fällen? Ich habe meine Felle verkauft. Okay, 6... Wildschweinfälle, Wolfsfälle. Ach, Keilerfell, okay. Was lese ich denn da? Wildschwein, Keiler, Wolfsfell. Ja, ich hätte jetzt schon 6, aber ich möchte doch hier mal ein bisschen mehr cleanen, also ein bisschen mehr aufräumen. So. Nochmal hier frohlocken. Nee, ich riskiere das lieber nicht. Jawohl. Da war ja noch einer, der aus dem Gestrüpp kam. So, das ist natürlich zu schräg. Oh, 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 oh.
Knapp, knapp, knapp. Also ein Wildschwein. Nee, lieber den Keiler als erstes. Hey. Treff doch mal hier. Oh, Glück. Hier mal gucken, wie viele Pfeile ich noch habe von diesen Scharmetta-Pfeilen. 15 Bolzen, 3 Scharmetta-Pfeile und 79 geschärfte Pfeile. Ja. Ach, übrigens, heute ist der 24. Freitag. Damit ihr ungefähr so einen Plan habt, wann ich immer aufnehme. Gestern war 70. Geburtstag vom Grundgesetz. Sollte man auch nicht außer Acht lassen. Wird ja jetzt in allen Medien ja so breit getreten. Ich glaube auch, dass einige von euch... Ja, da ist noch ein Keiler. Einige von euch auch in einer misslichen Lage sein könnten, deren... Ach, ich will da jetzt nicht politisch werden. Oh, da hinten sind noch 4. Ja, dann wird das hier, wenn ich da in die Richtung gehe, ein bisschen komplizierter. Ja, dann machen wir Frohlockung. Dann nehmen wir einen anderen Weg. Und... Oh, das wird knapp. Und zwar muss ich erstmal einen Haken schlagen. Wie so ein Hase. Damit die parallel hinter mir herlaufen. Dann hier... rechten Winkel hier hoch, wenn ich nicht hängen bleiben würde. Ah ja, also nochmal das Ganze. Zack, das sind nur 3. Na, dann werde ich doch noch die geschärften Pfeile laden. So, fällt wieder einer runter. Nee, alles gut. So, schauen wir mal. Wo waren die doch? Ah, hier. Ein bisschen früher. So. Hallo. Gucken. 1, 2. Okay, jetzt aber los. Parallel zur Mauer. Schade, dass ich diesen Rückblick, diese Rückblick-Taste nicht habe. So, komm. Und jetzt hier nicht hängen bleiben, bitte. Ah, ist nur einer mitgekommen. Mal gucken, wie viele geschärfte Pfeile er braucht. Ach ja, schön. Er ist weggegangen. Okay, braucht auch nicht so viele. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Nicht zu plündern. Nicht zu holen. Hallo, welcher war das? Welcher Keiler? Ja, wenn die alle so auf einem Haufen liegen. Da ist nicht zu holen. Nicht zu plündern. Ah, da ist er. Ach ja. Draußen ist es sonnig. Hier auch. Okay. Ist nur ein Keiler mitgekommen. Hat sich also nicht gelohnt, die da hinten in die Ecke zu treiben. Hier sind 3. Das könnten 2 werden. Und los. Marathonlauf. Flickflack. Roland und seine Flickflacks. Das Tolle ist, das kann er ja auch rückwärts machen, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Bei dem Big B-Punch. Da war ich jetzt sowas von beeindruckt. Hat er wieder nur einen. 1. Was? War ich zu nah dran? Nee. Da war ich wieder viel zu riskant. Nee, tut wieder nicht. Oh, jetzt aber. So, Roland, jetzt Konzentration. Konzentration, bitte. Drei. Los! Spurt! Entspurt! Und sind Wölfe in der Nähe.
Und? Da sind sie. Oh, sie sind gleich. Oh, ist ein Wolf mitgekommen. Oh, weia, der könnte natürlich. Nein! Du sollst den Bogen nehmen. Wilder Wolf. Nochmal danke an den Grafiker. Nicht zu holen. Der hier. Nicht zu holen. Wo ist der? Ah, da ist er. Der hier diesen Absatz eingebaut hat. Warte mal, wo war der wilde Wolf? Wildschwein? Ja, hat natürlich auch den Nachteil, dass wir hier. Da ist er. Dass wir hier alles auf den Haufen haben und ein bisschen suchen müssen. So. So, ich muss mir das abgewöhnen. Was sage ich denn da als Ersatzwort? Kann mir das jemand verraten? Was sagt denn der? Well. Ja, genau. Well. Aber ich bin ja hier nicht England. So, zwei Stück in der Ecke. Okay, das dürfte gereicht haben. Okay. Und? Jawoll. Jawoll, ja. Bloß nicht zu nah dran. Ich habe keine Lust, wieder von denen auf die Hörner genommen zu werden. Wow. Sehr gut. So, jetzt nochmal heraussuchen. Nicht zu holen. Wer ist? Ah. Bringt so viel. Ja, einmal. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Okay. Ich bin glücklich. Glücklich, glücklich, glücklich. So, jetzt werden wir mal gucken, ob es hier noch irgendwelche. Ich brauche noch so lustige Bären. Für irgendwen soll ich noch Bären holen. Das war mir so im Hinterkopf noch geblieben. Da hinten sehe ich wieder einen Wolf. Mal erstmal hier partiell absuchen. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja noch Holzstämme. Okay, hier in der Nähe ist nichts mehr. Hier wird es interessant in der Ecke, finde ich. Schöne Pflanzen. Sind das nicht Zimmerpflanzen? Aha. Oh, hier geht's einen Weg nach unten. Was haben wir da hinten? Wölfe. So, wenn da hinten Wölfe stehen und da hinten ist das jetzt ein Absatz? Gucken wir mal eben. Ja, ich höre sie schon. Kann ich sie eigentlich hier bequem von hier oben? Ne? Oder sind die dann intelligenter? Okay. Ja, die sind intelligenter, glaube ich. Ja. Wollte gar nicht weitermachen. Okay, aber die verbrauchen noch unheimlich viel Zeit, bis sie da hinten hochkommen. Das heißt. Vergebens. Ja. Vielleicht sollte ich mal vorher was essen. Was habe ich denn an Essen? Geblattene Fleisch habe ich natürlich keins. Aber Pölze. Höllenpilz, Klarbrot. Ja gut, okay. So. Stopp. Speichern und temporär 2 anwählen. Jetzt darf ich nicht so lange zögern. Das sind ja Herden. Nein. Muss wieder hier meinen Bogen nochmal neu laden. Schärften Pfeil. So, hier ist ja nichts in der Nähe. So. Na, von der Entfernung geht das nicht. Oh. Ach, Mist. Geht auch nicht. Na, vielleicht locke ich die KI.
Nickemädchen. Okay, machen wir es anders. Und zwar sicherheitshalber nochmal den Bogen nachladen. Und jetzt das Ganze mit dem langen Säbel. Vielleicht habe ich damit bessere Chancen. Ich stehe hier oben. An der Wolfsbar. Ja. Die sind clever. Die Keiler waren nicht so clever. Oh, das bringt gar nichts. Okay. Ich hatte es mal mit dem langen Säbel, Zweihandsäbel, da mal probiert, aber da ging nicht. Ja. Muss ich zusehen, dass ich die irgendwie... Oder muss ich mich hier dran aufhalten? Ich weiß gar nicht, wohin es geht, da hinten. Ach, weißt du was? Wir werden das anders machen. Oh, hier sind auch wilde Wölfe. Und Wildschwein nochmal. Wo werde ich hier gewittert? Nee. Oh, doch, ich wurde gewittert. Der wilde Wolf witterte widerlich. Jetzt ist da hinten auch noch einer. Nee, das glaube ich bringt nicht viel. Gucken, ob der zum Rudel gehört. Ja. Okay. Ja, nach etlichen Versuchen hier die Wölfe zu eliminieren, sehe ich mich doch gezwungen, zu den beiden Jägern Hans und Markus zurückzukehren. Das werde ich dann an der Stelle mal raffen. Dieses blöde Schwert da. So, jetzt befinde ich mich hier kurz vor dem See und muss auf jeden Fall eine andere Ausrüstung machen. Einen geschärften Fall. Jawohl. Dann auf alle Fälle nicht dieses träge, schwerfällige Teil dort, sondern das hier. So, und dann Sumpfenkrauten. Und noch ein Sumpfenkrauten. Und dann hier ganz schnell verschwinden, weil da nämlich... Jetzt bist du... Ja, genau, weil die nämlich ja ganz schnell mal hier die Schwerterchen zücken. So, und ich muss aufpassen. Hier sind nämlich noch Goblins. So, ist einer hinter mir her? Nein. We are safe. So, hier ist nämlich, glaube ich, auch die Höhle von den Gobos. Da hinten ist ein Gobby. Genau, und hier müssen auch noch ein paar welche rumfliegen. Fetzen. Ja. Einer, zwei, oh ne. Steinhaut Mulred, okay. Gut, dass der so mal so für mich hier speziell als Zwischenmahlzeit hier auf mich zukommt. Mach ich doch. Und hab's. So, jetzt muss ich ja mal weiter gucken. Ängstliche Wanderratte. Ja, ich sollte mal speichern. Und dich mal hier nehmen. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, die brauchen wir auch nicht häuten oder sowas. Geht ja nicht. So, wo sind jetzt hier
Hans und Markus. Gut, nehme ich mal mein mittelalterliches Fernrohr. Voll zu Füßen hier. Lieber gucken hier. Starker Schwarz. Oh, jetzt befinde ich mich in der Wolfszone. Starken schwarzen Wolfszone. Aber wo ist denn jetzt das Lager von Hans und Markus? Ach ja, hier bei den wilden Bienen irgendwo, ne? Ja, aufpassen. Jawohl. Nochmal wilde Bienen. Ach, da hinten ist es. Da hinten ist ja das Lager. Oh. Genau. Hier sind wir bei den beiden. So, wer wollte jetzt... Hey, du! Nee, der war es nicht. Der wollte seinen Ulmbogen haben. Hier ist Markus. Hier hast du 6 Keilerfälle. Schön. Hier hast du deine 6 Keilerfälle. Ah, danke. Hier hast du mein Paket. Na, das finde ich doch gut. Ah, jetzt kann man was von ihm lernen. Das ist Kannst du mir etwas beibringen? Nötig. Warum nicht? Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Ein bisschen Erfahrung aber solltest du schon mitbringen. Mit blutigen Anfängern vergeude ich nicht meine Zeit. Wie du meinst. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du gewöhnliche Pfeile und Feuerpfeile herstellen kannst. Hey. Für die Herstellung gewöhnlicher Pfeile möchte ich aber 50 Goldstücke und für die Herstellung von Feuerpfeilen 100 Goldstücke haben. Schließlich lebe ich davon. Ja, das ist gut. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. So, gucken wir mal. Bogen, 5 Lernpunkte für plus 5. Das ist eigentlich, ja, das ist nett. Guck aber mal trotzdem. Ach, zeig mir deine Ware. Komm, zeig mir deine Ware. Ja, Bogen. Ich habe Gold 0. Brauche ich gar nichts bei dem Kaufen und auch gar nichts bei dem Lernen. Okay, hat sich das erledigt. Ja. Mit dem Ulmbogen, das sehen wir in der Folge 60. Ich bedanke mich für euer Zusehen und bis bald. Habt ein schönes Wochenende gehabt, würde ich mal sagen. Oder ein nächstes Wochenende, was noch anstehen wird. Und ich sage Tschüss, hinterlasst einen Daumen und einen Kommentar. Bye, bye.